Apple hat Ende 2020 endlich einen neuen Mac Mini rausgebracht und den dann auch noch gleich mit einem komplett neuen Prozessor, dem M1 Silicon, der mal nicht wie die bisher in Macs verbauten Prozessoren von Intel stammt, sondern von Apple selbst entwickelt wurde. Und der ist wirklich leistungsfähig. Aber ist macOS wirklich immer so unproblematisch, wie man meinen könnte? Jein. Einige von euch haben sich vielleicht auch schon gefragt, ob es eventuell eine ganz schöne Abwechslung sein könnte, zu Hause macOS anstelle von Windows zu verwenden. Bisher war der Einstieg in das Mac-Universum ja relativ teuer, aber mit den neuen M1 Silicon Macs hat Apple eine Möglichkeit geschaffen, so preiswert wie noch nie zuvor in das Mac-Universum einzusteigen. Besonders attraktiv finde ich da den Mac Mini, da er wesentlich mehr Anschlüsse hat als die MacBooks. In der Grundausstattung ist der Mac Mini sehr preiswert und man kann ihn bereits für 799 € erwerben. Ich würde allerdings zumindest den RAM aufrüsten. Beim RAM habe ich mich für 16 GB entschieden, da heutzutage 8 GB doch eher sehr wenig sind und viele Programme brauchen schon schnell mal in Richtung 8 GB. Wenn man 16 GB hat, hat man den Vorteil, dass man immer noch etwas Luft hat und nicht so viel auf die SSD geswappt werden muss. Der Aufpreis für 16 GB anstelle von 8 GB schlägt dann mal eben mit schlappen 230 € zu Buche. Damit ist man dann bei 1029 €, aber auch 1029 € sind für das Gerät meiner Meinung nach noch ein fairer Preis. Das einzig Blöde ist, dass man nachträglich nicht mehr den RAM aufrüsten kann und mehr als 16 GB werden momentan auch nicht unterstützt. Es kann natürlich sein, dass eventuell noch im Laufe von 2021 neue M1 Macs rauskommen, wie auch immer die dann heißen mögen, die dann mehr RAM unterstützen. Aber das weiß man jetzt natürlich noch nicht so genau. Die Wahrscheinlichkeit ist aber relativ hoch. Ich würde aber nicht mehr Anfang des Jahres damit rechnen, sondern gehe eher davon aus, dass Apple die erst wieder in Richtung Weihnachten auf den Markt bringt. Beim SSD-Speicher kann man eigentlich leicht viel Geld sparen. 256 GB sind zwar nicht gerade viel, das reicht aber meiner Meinung nach aus, um Programme darauf zu installieren und alles andere auf eine externe SSD auszulagern. Ich habe mir dafür eine Samsung T7 gekauft. Die Samsung ist eine NVMe-SSD. Dadurch ist die SSD sehr schnell. Die volle Leistung kann sie aber nicht liefern, aber es ist schon relativ nah dran und beim Arbeiten mit der Samsung T7 merkt man eigentlich kaum, dass die Platte nicht eingebaut ist, sondern dass es eine externe SSD ist. Im Speedtest schafft die interne SSD weit über 2000 bzw. fast 3000 Megabyte und die externe SSD schafft 750 Schreiben und knapp unter 700 lesend. Auch wenn der Mac Mini relativ viele Anschlüsse im Vergleich zum MacBook hat, muss man eine Einschränkung in Kauf nehmen und zwar unterstützt er nur maximal zwei Bildschirme. Einen kann man über HDMI anschließen und einen über Thunderbolt 3. Ich habe momentan nur einen Bildschirm angeschlossen, einen 27 Zoll Monitor mit einer WQHD-Auflösung von 2560x1440. Das ist ein Gigabyte G27Q. Das Bild ist super. 144 Hertz werden unterstützt. Das ist das Maximum, was der Monitor kann. Voreingestellt wurde er allerdings mit 60 Hertz. Das lässt sich aber in den Bildschirmeinstellungen leicht ändern. Und dann läuft er mit der maximalen Bildfrequenz. Externe Grafikkarten, also eGPUs, werden von den M1-Prozessoren momentan leider nicht unterstützt. Das kann natürlich auch sein, dass sich das mit der nächsten Generation eventuell ändert. Aber das weiß man natürlich auch noch nicht. Das würde natürlich einen enormen Performance-Speed an Grafikleistung bringen, vor allem wenn man gerne Spiele spielt. Der Mac Mini hat aber auch so schon eine ganz gute Grafikleistung, sodass man Strategiespiele, wahrscheinlich nicht alle, aber ich habe es mit Desperados 3 getestet. Desperados 3 läuft bei mir mit den maximalen Grafikeinstellungen ohne Probleme und ohne zu ruckeln. Auch wenn es sich dabei
um eine x64-Anwendung handelt. Desperados 3 wird mit Rosetta 2 für den M1 aufbereitet und läuft dann ohne Probleme. Der LAN-Anschluss hat leider nur 1 Gigabit. 10 wären natürlich schön, aber im Großen und Ganzen reicht mir zu Hause 1 Gigabit vollkommen aus. Der M1 unterstützt Bluetooth 5 und Wi-Fi 6. Und ganz besonders hervorheben muss man bei den Geräten natürlich, dass sie einen sehr geringen Stromverbrauch haben. Dadurch ist die Temperatur des Prozessors auch gering und der Lüfter ist eigentlich nicht zu hören. Also ich habe meinen Mac noch nicht einmal gehört. Beim Booten ist das etwas seltsam, denn solange der Bildschirm nicht angeht, weiß man auch nicht, ob der Mac jetzt wirklich läuft. Man kann das eigentlich nur an einer kleinen Lampe, die vorne am Mac Mini ist, erkennen. Externe SSDs sind für gewöhnlich mit EXTFAT vorformatiert. Die werden dann auch automatisch vom Mac OS erkannt. Es macht allerdings Sinn, wenn man die SSD nur an seinem Mac verwenden möchte, mit APFS zu formatieren. Dazu muss man das Festplattendienstprogramm öffnen. Dann wählt man auf der linken Seite die SSD aus. Dabei sollte man allerdings aufpassen, dass man nicht die falsche Platte erwischt, denn bei der Partitionierung gehen alle Daten verloren. Dann klickt man auf Löschen, gibt einen Titel ein, wählt APFS aus und als Schema sollte die GUID-Partitionstabelle verwendet werden. APFS hat den Vorteil, dass es bereits für SSDs optimiert ist und mit dem Schema GUID-Partitionstabelle könnt ihr von der SSD auch booten, wenn ihr darauf macOS installiert. Die Anbindung von Windows-Tastaturen ist allerdings nicht ganz so glücklich gelungen. Windows-Tastaturen werden zwar vom Mac problemlos erkannt, aber einige Tasten entsprechen nicht ihrer Beschriftung. Geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zu, eckige Klammer auf, eckige Klammer zu, kleiner, größer, sind nur einige Beispiele. Wenn ihr euch das erste Mal mit eurer Apple-ID anmelden wollt, werdet ihr wahrscheinlich schon gleich auf das Problem stoßen, dass ihr das App-Zeichen nicht direkt findet. Mir ging es jedenfalls so. Erwartet hätte ich das eigentlich mit Alt-Q, aber bei Apple ist das Alt-L. Das lässt sich aber relativ leicht ändern. Gerade deswegen ist es für mich so unverständlich, dass Apple das nicht selber gemacht hat. Dazu benötigt man eigentlich nur eine XML-Datei, die in das Libraries-Verzeichnis kopiert werden muss. Die Datei habe ich auf gist.github.com/Erdnüsse gefunden und dort ist es gleich der erste Eintrag. Ich habe zuvor einige andere ausprobiert, aber meistens scheiterte es daran, dass kleiner und größer nicht funktionierten. Die anderen Tasten gingen aber eigentlich relativ problemlos. Aber optimal ist natürlich, wenn wirklich alle Tasten so sind, wie man es eigentlich von der Beschriftung her erwartet. Diese Datei ladet ihr euch runter. Hier über Download-Zip. Wenn ihr die Datei heruntergeladen habt, dann müsst ihr die nur noch entpacken und die darin enthaltene Keyboard-Layout-Datei in das Verzeichnis Keyboard-Layouts im Libraries-Verzeichnis reinkopieren. Ich habe da schon eine andere, die hat aber nicht richtig funktioniert. Jetzt muss dieses Layout nur noch scharf geschaltet werden. Das geht ganz einfach in den Einstellungen. Geht dazu in die Tastatureinstellungen. Auf Eingabequellen, plus, ganz nach unten, andere. Und dort findet ihr dann win.de. Diese wählt ihr aus, klickt auf Hinzufügen und fertig. Die Command-Taste von Apple entspricht dann der Windows-Taste. Etwas ungewohnt ist eventuell nur, dass man, wenn man etwas kopiert oder einfügt, das bisher unter Windows immer mit Ctrl-C und Ctrl-V gemacht hat. Bei Apple ist das dann Command-C, Command-V bzw. Windows-Taste C, Windows-Taste V. Der Lautsprecher im Mac Mini ist das Einzige, was wirklich unterste Kanone ist. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Apple in seine kleinen iPhones und iPads relativ guten Sound eingebaut hat. Aber das Ding im Mac Mini, das klingt, also das ist wirklich unglaublich. Aber glücklicherweise kann man problemlos externe Lautsprecher anschließen, da der Mac Mini einen 3,5 Zoll Klinkenstecker hat und damit ist das Problem dann gelöst. Da viele Menüeinträge hier oben links am Bildschirmrand sind, könnte ich mir vorstellen, dass auf super breiten Bildschirmen, wie zum Beispiel 49 Zoll Monitoren, es etwas unergonomisch sein könnte, wenn man ein Fenster hat, das auf der rechten Seite hier unten ist und man ganz nach oben links muss, um irgendwelche Einstellungen zu machen. Ich suche mich auch immer wieder tot nach den Einstellungen, die findet man meistens hier oben im Menü. Unter Windows ist man es eigentlich eher gewohnt, dass man die Einstellung über ein Zahnrad oder so direkt im Fenster einstellen kann. Aber gut,
Etwas Ungewöhnungszeit muss man einplanen. Das ist nun mal so. Sobald man die SSD eingerichtet hat, sollte man als erstes die Fotobibliothek auf die externe SSD auslagern, da ansonsten auf der internen SSD schnell kein Platz mehr ist, wenn man nur 256 GB hat. Wenn man auf das X drückt, werden Programme nicht wirklich beendet. Nach dem Klick auf X und dem Neustart ist das Programm zwar wieder in seinem Zustand, als wäre es richtig beendet worden. Man kann aber im Aktivitätenmonitor gut sehen, hier ist jetzt Safari. Ich beende jetzt Safari und Safari bleibt im Speicher. Wenn ich Safari jetzt neu starte, dann ist Safari so, als wenn es frisch gestartet werden würde. Um Safari richtig zu beenden, muss man entweder Command-Q oder hier im Menü Safari beenden auswählen. Und dann verschwindet Safari auch aus der Aktivitätenanzeige. Das heißt, Safari ist jetzt wirklich beendet. Das gilt für alle Programme auf dem Mac. Das ist etwas gewöhnungsbedürftig. Standardmäßig zeigt Safari seltsamerweise nicht an, wo Links hinführen. Das finde ich etwas unglücklich. Deshalb würde ich als erstes unter Darstellung die Statusleiste einblenden. Dann könnt ihr auch sehen, wo die Links hinführen. Ich weiß immer ganz gerne im Voraus, wenn ich irgendwo draufklicke, wo ich als nächstes landen werde. Für die Entwickler unter euch, Visual Studio Code ist bereits für den M1 optimiert und läuft ohne Probleme. Etwas Probleme hatte ich mit Node.js am Anfang. Das hatte ich zuerst versucht, über Homebrew zu installieren. Das war aber danach nicht funktionsfähig. Ich bin dann direkt auf Node.js.org gegangen und habe mir da die neueste Version heruntergeladen und die ist auch schon für den M1 optimiert und damit läuft dann auch alles ohne Probleme. Würde ich mir den Mac Mini wieder kaufen? Auf jeden Fall. Er ist schnell. So einen leisen Computer habe ich bisher noch nie gehabt. Also selbst meine Notebooks sind lauter und die Lüfter rauschen. Und der Mac Mini gibt keinen Pieps von sich. Mit externer Festplatte bzw. externer SSD kann man mit dem Gerät sehr gut arbeiten. Er nimmt keinen Platz auf dem Schreibtisch weg. Man hat keine riesen Kiste auf dem Tisch stehen. Mein Monitor wird hundertprozentig unterstützt. Der Stromverbrauch ist extrem gering. macOS funktioniert gut. Bisher habe ich keine Abstürze gehabt. Das Einzige, was mir zweimal aufgefallen ist bei Updates, wahrscheinlich wurde da die Firmware mit aktualisiert, dass macOS nicht automatisch wieder gestartet hat. Das Blöde ist, man kriegt dann auch keine Rückmeldung mehr. Da der Rechner keine Geräusche von sich gibt, hört man auch nicht, ob er wirklich läuft oder nicht. Man hat keine Kontrollleuchte, die einem anzeigt, dass auf der SSD gearbeitet wird. Und dann hilft eigentlich nur noch nach einer gewissen Wartezeit, den Power-Knopf zu drücken, und zwar für mehrere Sekunden. Dann schaltet er sich aus. Wenn man dann den Power-Knopf nochmal drückt, schaltet er sich wieder ein und man sieht dann auch irgendwann den Fortschrittsbalken für die macOS-Installation. Ansonsten sind mir jetzt keine großartig negativen Dinge aufgefallen. Spielen kann man auf dem Gerät. Desperados 3 läuft wie geschnitten Brot. Ich habe Desperados 3 auf der externen SSD. Unter Steam kann man die Bibliothek in irgendein beliebiges Verzeichnis auslagern. Das ist bei mir dann eben die SSD. Desperados 3 startet von dort schnell. Die Ladezeiten für Levels sind auch extrem kurz. Auch wenn Desperados 3 auf dem Mac Mini wirklich sehr gut läuft, ist er eher nichts für euch, wenn ihr Gamer seid und 3D-Shooter spielt oder andere 3D-Spiele, weil die Grafikleistung dafür wohl eher nicht ausreichen dürfte, wenn es die Spiele überhaupt für macOS gibt. Der M1 ist zwar ziemlich schnell, aber spätestens beim Raytracing dürfte es für den M1 vorbei sein. Dann kauft euch lieber einen Windows-PC oder eine Konsole oder benutzt den Mac Mini als Zweitrechner. OneDrive ist leider noch nicht für den M1 optimiert. Alle anderen Office-Programme hat Microsoft bereits umgestellt. Und ich hoffe, dass OneDrive auch bald umgestellt wird, denn die iCloud mag ja ganz nett sein. Aber wenn man auch Windows-Rechner benutzt, ist das nicht so die ideale Lösung. Da gefällt mir OneDrive eigentlich besser. Und vor allem bei OneDrive habe ich in einem Office 365-Paket gleich 1 TB dabei. Und wenn man die Family Edition hat, dann hat man auch noch für jeden User 1 TB. Dann nochmal iCloud-Speicher zu kaufen, scheint mir etwas sinnfrei. Laut einiger Berichte wird die SSD ja ziemlich stark beansprucht. Das kann ich bei mir nicht feststellen.
Das sieht eigentlich alles gut aus. Wahrscheinlich liegt es daran, dass ich 16 GB habe und er eventuell bei 8 GB mehr swappen muss und dadurch die SSD ordentlich vollgeschrieben wird. Im Großen und Ganzen bekommt man mit dem Mac Mini viel Leistung für nicht allzu viel Geld. Ob die 256 GB auf Dauer ausreichen, um Programme darauf zu installieren, wird sich dann im Laufe der Zeit zeigen. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr noch weitere Videos von mir sehen wollt, dann drückt unten auf die Glocke und auf den Daumen hoch. Bis dahin, falls ihr euch einen Mac Mini kauft, viel Spaß damit.